Okay. Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Boah, Pepe ist jetzt ein bisschen durcheinander. Die Zeit wird knapp, Pathfinder. Ja. Sie müssen das Schiff verlassen. Machen wir ja auch. Was, Mann. Wie machst du denn? Kannst du die Tür einfach normal öffnen? Ja, in dem Moment war das Y weg. Einen Moment, Pathfinder. Ich empfange kroganische Lebenszeichen an Bord des Schiffes. Nicht weit von ihnen entfernt werden mehrere Gefangene festgehalten. Ach, erst einmal abhauen, wie schnell wir möglich. Sie sind für den Aufstieg vorgesehen. Oh je. Was machen wir denn jetzt? Verdammt! Das könnte der Rest meiner verschollenen Speere sein. Sam, kommen wir noch rechtzeitig dorthin, bevor die Kette die Energieversorgung wiederherstellen? Wenn sie sich beeilen, ja. Na, dann beeil dich. Ja. Leider, hier ist Raker. Ich sitze fest. Ich bezweifle, dass ich es schaffen werde. Wo sind sie? In der Nähe von Zellen, in denen mehrere meiner Leute festgehalten werden. Sie sind noch am Leben. Ich habe Captain Hager befohlen, auf die Arche zurückzukehren. Sie hätten ihn begleiten sollen. Ich konnte meine Leute nicht einfach zurücklassen. Aber ich schätze, es ist vorbei. Von einem Pathfinder zum anderen. Leben Sie wohl. Oh Mann. Raker, Ende. Verdammt nochmal! Ihnen bleibt nicht genug Zeit, um beide zu retten. Sobald die Kette die Energieversorgung wiederhergestellt haben, sitzen sie in der Falle. Ryder, meine Speer! Na, wann müssen die Speer rennen? Sind ja mehrere, oder? Ich weiß es nicht. Entscheide dich. Ja. Nachladen. Wir holen Raker. Es tut mir leid, Drak. Tja, tut mir leid. Wir müssen jetzt, ja, das ist ja recht. Es sind auch mehrere Salarianer noch. Ja, ich glaube, das sind mehr. Pathfinder, was machen Sie denn hier? Raker, wir konnten Sie nicht einfach hier zurücklassen. Danke. Meine Leute sind am Ende des Tunnels. Aber er ist voller Kett. Dann kämpfen wir uns durch. Wir holen Ihre Leute und verschwinden von hier. Und lassen die Kroganer zurück. Oh, meine Drak. Keine Angst. Ich werde alles erschießen, was erschossen werden muss. Gehen wir. Tja, shit, ne? Auf der einen Seite Raker ist ja auch nicht unwichtig. Und die Salarianer sind ja mehrere. Naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie viel Speer das sind. Wir müssen durchbrechen! Erzählen Sie das dem! Gesagt. Oder wir sterben! Geh weg! So. Gefehlter. Tempest Ryder hier. Können Sie mich hören? Ja, Pathfinder. Wir haben die Karte, versuchen aber noch einige Gefangene zu retten. Diese Kettgeschütze werden nicht ewig offline sein. Ja, ja, ich weiß. Geben Sie uns einfach Bescheid, falls sich was ändert. Sie erfahren es als Erste. Callow Ende. Wieder eine von der Sorte. Wir sind für Sie Frischfleisch. Sie freuen sich schon darauf, uns zu sezieren. Da haben Sie sich die Falsche ausgesucht. Oh. Halt das auf. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das war der letzte. Nicht viel weiter. Los. Holen wir sie da raus. Aufmachen. Hier aufmachen. Mann. Nein. Machst du das immer? Weil können ich Sie mich auf Dreh dabei und dann ist das Y Pathfinder, weg. Die Schiffsenergie der Kette ist bald wieder hergestellt. Tempest, wir gehen nach oben. Halten Sie sich bereit. Verstanden. Danke, Ryder. Noch sind wir nicht sicher. Ja. Jetzt müssen wir hier noch raus. Fix. Hallo? Macht! Na los! Hinne. Los! Ryder, wir müssen jetzt los! Okay, sie ist weg.
Tschüss, Ia. Wow. Schade, dass wir keine Bomben an Bord haben. Ein Abschiedsgruß wäre doch nicht verkehrt, oder? Wow. Ach. Muss man die armen Dinger da lassen, die armen Kroganer. Aber wahrscheinlich ist das eine wichtige Entscheidung getroffen. Nexus eskortieren. Man wird sich dort bestimmt freuen, sie zu sehen. Nochmals danke, Ryder. Außerdem muss ich mich entschuldigen. Ich habe einen Fehler gemacht. Warum? Ja? Ich hätte mich nicht bei Ihnen melden sollen, um mich zu verabschieden. Sie mussten eine Entscheidung treffen und ich habe Ihnen dadurch zu viel Druck gemacht. Ja, sie hat ihren Job gemacht. Ja, genau. Sie haben getan, was sie tun mussten. Wäre es um die Hyperion und mein Volk gegangen, dann hätte ich mich bei Ihnen gemeldet. Freut mich, dass Sie das sagen. Für uns Pathfinder ist die Grenze zwischen dem Dienst an unserem Volk und dem für das große Ganze verschwommen. Ich bevorzuge klarere Linien. Ich fürchte, gibt es in diesem Beruf nicht allzu viele. Das fürchte ich auch. Wie auch immer, das salarianische Volk steht für immer in Ihrer Schuld. Ja. Beweisen Sie es. Tja. Das werden wir. Oh, von deinem Speer. Es hat Ihnen nicht gereicht, die ganze Arche zu retten, hä? Sie mussten unbedingt noch ein paar mehr Salarianer rausholen. Drac. Kompliziert? Nein, ist es nicht. Dass Sie meine Speer zurückgelassen haben, bedeutet für Sie ein schlimmeres Schicksal als den Tod. Und Sie sind nicht derjenige, der es dem Rest meines Clans erklären muss. Oh, es war eine schwierige Entscheidung, Ryder. Aber Sie haben einen bedeutenden Sieg errungen. Tja. Ihr Vater wäre stolz auf Sie. Tja. Na, was soll's. Beides. Ist auch nicht mehr so wichtig, aber naja. Unwichtig. Mhm. Es war schwer, in seine Fußstapfen zu treten. Ich hoffe, ich fange langsam an, es mir zu verdienen. Obwohl ein solcher Schlag ins Gesicht den Archon nur noch gefährlicher machen wird. Oder leichtsinniger. Ihr Vater hat andere gerne aus dem Gleichgewicht gebracht. Er war der Meinung, die Würdigen würden dadurch lernen, mit Widrigkeiten besser umzugehen. Und die Unwürdigen? Würden daran zerbrechen. Ich überlasse sie ihren Gedanken. Sehr nett von ihm. Toll. Oh, das war jetzt aber wirklich schlimm. Der arme Drac. Ja. Und ich finde, was sie aus denen gemacht haben, das ist ja auch so schlimm. Aber aus den Salarianern, was haben sie mit denen gemacht? Das ist egal, wer. Diese Faszination für Meridian muss enden. Es ist der Schlüssel zu unserer Zukunft, Primus. Der Mensch kennt seine wahre Macht nicht. Selbst wir verstehen sie nicht vollständig. Unser Befehl lautet, diesen Cluster aufsteigen zu lassen. Nicht die Relikte zu studieren. Es gibt Zweifel an ihrem Urteilsvermögen. Mhm. Zweifel von allerhöchster Stelle. Sie werden schon bald ausgeräumt sein. Mit Meridian können wir jede Welt dieses Clusters in eine Ödnis verwandeln. Da kommen jetzt die Entweder Proben. Unterziehen sich die Subjekte dem Aufstieg oder sie werden ausgelöscht. Dieser Pathfinder hat die Tür geöffnet. Jetzt müssen wir als Erste hindurchgehen. Wir müssen Meridian vor ihm ergreifen. Wie alle niederen Wesen hält es eine Schlacht für den Krieg. Es kennt weder seine Schwächen noch sein Potenzial. Der Archon kennt meine Erinnerung durch mein Implantat? Unsere Verbindungen waren weit offen, als Sam sie getötet hat. Tja, müssen wir jetzt nachsetzen. Ablenken darfst du uns auf jeden Fall nicht. Nee. Er weiß, wie sehr wir Meridian brauchen. Wir müssen die Nexus warnen. Wir müssen handeln. Naja, ist ganz schön. Die Geschichte nimmt jetzt langsam so ein bisschen. Ich meine, es ist so eine interessante Geschichte im Grunde, finde ich. Es ist halt manchmal ein bisschen. Ja. Clumsy, ein bisschen oberflächlich. Aber egal, aber die Geschichte als solche finde ich gar nicht so übel. Die finde ich wirklich gut. Jetzt müssen wir auf der Nexus wieder den Anführern sprechen. Na toll, Edison und Tennant.
Kannst ja schon mal vergessen, ne? Ist hier was? Wir müssen auch mal unsere Ding. Nee. Wir müssen mal unsere E-Mails angucken auch. Ist auch nicht unwichtig. Wir holen uns mal wieder ein paar Punkte. Wenn wir schon vorbeilaufen. Ist denn nur eine Punkte? Keine. Doch. Okay. Ja, wir haben vorhin ein bisschen reluctant angefangen, so ein bisschen zögerlich, weil Pepe nämlich seinen ganzen Schreibtisch und der Saft besetzt hat. Ja, wir gucken. Ja, hier ist alles feucht. Ja, und klebrig vor allen Dingen, das ist ja schlimm. Ich hoffe, die Salarianer finden sich auf der Nexus zurecht. Wir sind nach Andromeda gekommen, um unseren Beitrag zu leisten. Das lassen wir uns von den Ketten nicht nehmen. Genau. Ah ja. Neue Jill Brody, die Freundin, jetzt gucken wir mal. Oh, hier ist ja viel. Oh, hier ist ja voll. Oh, von Jal. Jal? Sehr schön, na klar, gerne. Na, klar. So. Cash. Ja. Ja, wir müssen mit ihm sprechen. Nee, es geht ihm gar nicht gut. Nee, es muss ganz schrecklich für ihn gewesen sein. Er fühlte sich auch verantwortlich für seine Speer, ne? Und wir mussten sie da lassen. Also wir müssen dahin natürlich, aber sie haben eine Menge zu tun jetzt erstmal. Bevor wir zur nächsten fahren. Ich dachte nur, es sind vielleicht mehr Salarianer wie Kroganer. Ob stimmt, weiß ich nicht mal. Wir haben ja die ganze Arche gerettet, da waren die Salarianer drin. Und sie hat Salarianer gefunden noch und er hat Kroganer gefunden. Wir wissen nicht, welche von dieser Gruppe jetzt da bei den Cat, auf dem Cat-Schiff mehr war. Aber mir ging es auch ein bisschen um den Pathfinder, weil sie hat uns wirklich sehr geholfen auch. Ja. Ohne die hätten wir es ja auch gar nicht geschafft. Mhm. Ja. So, Cora will sprechen, es wollen alle sprechen, ja. Gil mit seiner Freundin Jill. Ja. Okay, Cora. Gil. Ja, ist gut. Na gut. Können wir ja machen. Ah, Nagmor-Clan. Ach so, ich sollte vielleicht oben anfangen, aber mir war das sowieso nicht. Ich bin immer noch erschlagen. Warum? Von deinem Schreibtisch-Chaos? Nee. Nein, ich weiß schon. Eher von der Tatsache, Entscheidung. Von der Entscheidung, die man treffen muss und von der schlimmen Sache eigentlich. So oder so. Wie blöd, die Leute benutzt haben, also wie die behandelt. Ja, was die aus den Kroganern gemacht haben, haben wir ja gesehen, allein schon deswegen hatte man Schwierigkeiten, sie dazulassen. Na gut. Du hast dich so entschieden, ich hätte mich jetzt, glaube ich, für die Kroganer entschieden, aber ist ja wurscht. Tja. Ja, ich dachte, es wären mehr und außerdem hat er uns den Arsch gerettet, wie es so schön heißt. Ah. Muschai. Ja. Ja, gut. Was ist denn das jetzt? Gut. Ja, wir sollen zu den Ältesten. Ja, gut. Es war hier bei mir plötzlich wieder dunkel. Ach, das ist bei dir nicht dunkel gewesen. Nee. Habe ich noch wieder Schwierigkeiten. Kiri hat Schwierigkeiten. Hakim oben und unten ist Hakim, oben ist Hakim. Okay. Von Hakim Barakat. Ja, ja, das ist wohl der Produzent. Ja, genau, hier steht es ja, der Produzent. Ja, ich habe mich nur gewundert, weil oben Hakim steht, unten steht Hakim, aber wurscht. So, deine Anmerkung, das ist nichts weiter. Uninteressant, so. Ist schwierig mit den Übersetzungen. Naja, gerade bei Namen ist es so schwierig. Oh. War da oben? Mann, was machst du? Entschuldigung. Wo sind wir jetzt? Das mit Cora ist jetzt gar nicht mehr da.
Was hast du gemacht? Hier, ja, da bin ich wieder. Falsche Taste, Entschuldigung. Der Generator. Danke, Cora. Komm mal bis. Ja. Was ist denn noch ein Versuch? So runter. Okay. So. Ah. Ach, Gil. Ja, man merkt's. Du hast ganz schön geackert, Gil. Danke. Ja. Wieder nach oben? Ja. Liam. Liam. Süß, ja. Hat er davon gehört, dass du das Gitterreiter im Koma, klinisch tot war, sozusagen eine Weile. Ja. Er immer mit seinen Medien, das ist schon voll. Ja. So Kindergeborene Sozialarbeiter. Ich kenne einige, die ich kann. Oder aber ein guter Lehrer. So First Care habe ich auch schon mal gekannt. Dreck. Hobbys sind Stressabbau, das kann auch von Liam kommen, oder? Hm? Hobbys zum Stressabbau. Ach so, ja. Okay, ins Archiv damit. Nee, Lexi ist das, na klar. Bist du wieder nach oben? Stricken, na komm. Gitte sitzt da und strickt. Kann man sich so richtig vorstellen, ne? Es gibt aber auch noch Gartenarbeit, Lesen, Stricken oder Häkeln hatten wir schon. Ausmalen oder Malen, das, oder Tagebuch. Ja, ausmalen. Ausmalen, vielleicht hat Futschel gerade noch fehlt, wenn sie so einen harten Kampf in der Sicht hat. Och, Lexi. Schön niedlich. Süß. Ein Gespräch über Filme. Na, dann ist das jetzt Liam. Nein, auch Joel. Aha. Gut, also wir werden jetzt eine ganze Menge Gespräche führen müssen hier. Ja. Eigentlich werden wir mit allen Leuten wohl reden müssen. Jetzt werden wir mit Pibi allen sich nicht gemeldet quatschen hat. Müssen. Hm. Ah, fangen wir gleich mal hier an. Ich brauche eine Pause. Sie auch? Machen wir Pause. Genau. Oh, gut. Pause ist immer gut. Hm. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten, Ryder? Gerne. Es ist eine Sorte aus Sumatra, aus meinem persönlichen Vorrat. Sobald er aufgebraucht ist, war es das mit Tee von der Erde. Großzügig davon abzugeben. Ich habe ständig solche Gedanken. Ich werde dies nie wieder schmecken. Ich werde jenes nie wieder sehen. Na, solche Gedanken hat jeder, würde ich sagen. Das lässt sich wohl nicht vermeiden, ne? Da sind Sie nicht die Einzige, Suvi. Mir gehen die ganze Zeit solche sinnlosen Gedanken durch den Kopf. Und? Quälen Sie sie auch so? Sie sind ganz natürlich. Man müsste schon aus Stein sein, um sein Zuhause nicht manchmal zu vermissen. Das Universum ist wie ein gigantischer Wandteppich. Ich liebe es, einzelnen Fäden zu folgen. Aber das lenkt mich davon ab, das Gesamtbild zu sehen. Ich hatte meine Familie, war aber zu beschäftigt mit abstrakten Überlegungen, um sie zu schätzen zu wissen. Hä? Nach allem, was Sie mir erzählt haben, würde ich sagen, dass Sie gerade wegen Ihrer Familie hier sind. Ihre Liebe zur Wissenschaft kommt doch von Ihren Eltern, oder? Und sind Sie nicht jedes Mal bei Ihnen, wenn Sie eine neue Entdeckung machen?
Ryder, das ist wunderschön. Meine Mutter hat das Implantat in meinem Kopf erschaffen und mein Vater die KI, die es verwendet. Ich habe meine Eltern ebenso wenig verloren wie sie. Danke, Ryder. Aber wenn alle Gespräche so einfach wären. Ja. Und man Leute immer so leicht aufbauen kann. Ach, wir sind ja hier. Oh. Gibt's neue E-Mails? Hm, nein, haben wir ein Glück. Hallo, kleiner Hamster. Ich meine, ne? Ja. Ich weiß zwar nicht, wer ihn füttert, aber... Hallo, Fieps. Auf jeden Fall ist er noch am Leben. Das ist schon mal ganz gut. Heißt du Fieps oder Pieps? Hm. Und die Dosen sind immer noch zu. Sehr sauer, der Käfig. Also gar nicht zu erschrecken. Irgendjemand macht den sauber, ja. Müsste man nicht irgendwie ein bisschen Obwohl, Streu, wovon oder? Soll er denn schmutzig werden, wenn er nichts zu essen kriegt? Ja klar, hast recht. Okay, hier ist niemand. Ich gehe davon aus, dass da drüben auch niemand im Badezimmer ist. Bewegen Sie nochmal Ihren Arm. Die Daten werden sich nicht ändern, Doc. Die Synchronisierung Ihrer Prothesen ist einwandfrei. Ihr neuropathie-induziertes Schmerzniveau ist gleichbleibend. Hey, ich bin daran gewöhnt. Es ist okay. Nein, es ist nicht okay. Seien Sie bei Ihren Kämpfen vorsichtig. Verstanden? Was Organredundanzen angeht, ist bei Ihnen nicht mehr viel übrig. Nein, schon okay. Das stört mich nicht. Ist alles in Ordnung? Das hier sieht bedenklich aus. Es ist bedenklich, aber das wusste er auch schon vorher. Was soll das heißen? Es geht ihm gut. Er ist einfach nur alt und er hat zu viele Körperteile verloren. Leider nicht auch seinen Dickschädel. Sie lieben mich doch genauso, wie ich bin, Doc. Oh, wehe, Sie rühren sich von dem Tisch weg, bevor der Scan abgeschlossen ist. Darf ich fragen, was passiert ist? Arm, Seite, Hüfte, ein Teil meines Beins. Belastungskompensatoren entlang der Wirbelsäule. Alles Prothesen und Implantate. Das sind ganz schön viele. Ich habe die kroganischen Rebellionen überstanden, den Zerfall meiner Kultur miterlebt, Jahrhunderte als Söldner und jede Menge Piratengaunereien überlebt. Ich habe 1000 Jahre Kampferfahrung und alles, was nötig war, war ein Idiot mit ein paar Splittergranaten. Autsch. Das muss hart gewesen sein. Ja. Es war ziemlich übel. Ich hatte ein paar dunkle Momente. Mein Körper hat ein Implantat nach dem anderen abgestoßen. Die Prothesen haben sich nicht vernünftig synchronisiert. Ich hatte überall Schmerzen. Heftige Schmerzen. Die ganze Zeit. Und nichts hatte mehr einen Sinn. Wie haben Sie das überwunden? Gar nicht. Ich bin in dieses tiefe, dunkle Loch gefallen. Doch plötzlich taucht irgend so ein Schamane auf und legt mir dieses winzige Baby auf den Schoß. Namens Kesha. Die hier stirbt, sagt er. Sie ist die Mühe nicht wert, sagt er. Was er gemeint hat, war, sie ist nutzlos. Das ist ja schrecklich. Es ist realistisch, kroganisch, und es gab meinem Leben wieder einen Sinn. Es ging nicht mehr nur um mich, also habe ich mir Hilfe gesucht. Ich habe gelernt, für mich selbst und für sie zu sorgen, und sie hat für mich gesorgt. Sie haben einen Weg zurück ins Leben gefunden. So ist es. Auch wenn es für keinen von uns leicht war. Ich bin alt und festgefahren. Und Cash, seit sie sprechen kann, wollte Cash schon immer alles verändern. Cash großzuziehen hat mich etwas Wichtiges gelehrt. Was hat es sie gelehrt? Und was? Ich habe eine Weile gebraucht, um es zu kapieren.
aber es ist wichtig. Eltern sind kein Ziel, sondern die Startlinie. Welche Richtung ein Kind anschließend einschlägt, liegt allein bei ihm. Vergessen Sie das nie. Nun, ich muss sagen, ich sehe Gitte gerade im Augenblick nicht als treusorgende Mutter. Nee. Aber es ist natürlich eine Lesson, also. Ja? Nicht nur für Sie. Ich habe eine weitere Erinnerung gesehen, die mein Vater blockiert hatte. Sie stammt von dem Tag, an dem meine Mutter gestorben ist. Es tut mir leid, Ryder. Selbst in ihren letzten Augenblicken konnte mein Vater ihren Tod nicht akzeptieren. Es ist schwer, diejenigen, die wir lieben, gehen zu lassen. Wenn du nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Ich schätze, genau das hat er getan. Ja, muss wohl. Dann will ich sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn sie mich brauchen. Okay, hast noch mehr zu sagen? Was war das? Ach so, die Respektstation. Nee, die wollen wir nicht benutzen. Nur mal gucken, ob sie noch mehr zu sagen hat. Nein. Nee, eigentlich nicht. Dann will ich sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn sie mich brauchen. Dann gehen wir mal nach gegenüber. Da treiben sich ja normalerweise Joel und Liam rum. Aber nicht hier nicht. Keiner da. Doch. Hier ist Cora. Cora ist da. Seit wann ist denn Cora hier? Hier ist ja alles durcheinander. Ja. Hätten Sie kurz Zeit? Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Klar. Ja. Natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe viel nachgedacht über Sarissa und darüber, dass ich kein Pathfinder geworden bin. Und daraus ist eine Art Projekt entstanden. Auf Eos. Könnten Sie mir helfen, es zu Ende zu bringen? Was für ein Projekt? Ich übermittle den NAV-Punkt an die Steuerung. Kommen Sie, dann zeige ich es Ihnen. Ach gut. Gut. Hast noch was? Dieser Archon betrachtet uns bestenfalls als Tiere. Für ihn sind alle nur Marionetten. Ich wusste nicht, dass Sam das mit seinem Pathfinder machen kann. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Ja, doch. Ja, ich habe nur ein paar blaue Flecke. Meine Vitalwerte sind vollkommen in Ordnung. Ich hoffe nur, diese Probe, die er genommen hat, wird nicht zu einem Problem. Ja, das kann man noch hoffen. Dass wir die Kroganer verloren haben, könnte uns noch teuer zu stehen kommen. Aber zumindest haben wir Reika gerettet. Tut mir leid, ich schweife ab. Wollten Sie etwas von mir? Nö. Wir sehen uns später, Cora. Wollte nur hören, ob du noch was zu sagen hast. Und das hatte sie ja. Hatte sie. Es ist immer gut, nochmal nachzufragen. Dieser Archon ist ja nur einer von vielen, was wir mitbekommen haben. Ne? Er ist zuständig für diesen Cluster. Ja. Naja, der muss auch aufpassen. Er kämpft ja auch um sein Überleben im Grunde genommen. Zu Hause waren wir schon. Okay. So. Liam ist. Wo? Keine Ahnung. Weg. Hier ist er nicht. Ein verlassenes Sofa. Vetra? Da ist Joel übrigens. Wenn du mit ihm sprechen willst. Hast du gesehen? Ist egal. Der steht da. Joel steht da hinten. Ja, gehen wir gleich. Nein, ich meine nur, ich wollte selbst wenn ich sie finde, ist Ihnen eigentlich klar, was sie das kosten wird? Ja, und ich halte mein Wort, also erledigen Sie es einfach. Na, was machst du denn? Ich hörte, die Kettaktivitäten sind zurückgegangen. Wette, der Archon leckt immer noch seine Wunden. Naja. Und das heißt, er kann besiegt werden. Die Kett können besiegt werden. Das rüttelt die Leute wach. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie sich gerade über die Kett unterhalten haben. Ja. Nein, habe ich nicht. Ein Freund von mir sucht für mich nach einer Lampe. Ich hatte sie von zu Hause mitgebracht, aber sie wurde bei der Revolte gestohlen. Das ist so sentimental, ich hätte gar nicht zugetraut. Nö. Ich hätte sie nicht für so sentimental gehalten. Genau. Da bin ich nicht die Einzige hier. Suvi hat die alten Instrumente ihres Vaters, Cora ihr Asari-Gebetsbuch und Liam,
Liam hat den Müll, den er eben sammelt. Diese Dinge sind wichtig. Sie erinnern uns daran, woher wir kommen. Ja, das sehe ich genauso. Ist auch nicht unwichtig. Ich verstehe Sie. Ich will niemals vergessen, was ich zurückgelassen habe. Genau. Selbst wenn wir nach vorne schauen. Was ist so besonders an dieser Lampe? Sie ist schrecklich. Ihr Fuß ist eine splitternackte Asari, die einen Mond hochhält. Toll. Eines ihrer kostbaren Besitztümer ist eine hässliche Lampe? Die Lampe gehörte dem Vorarbeiter bei meinem ersten Job. Immer wenn er fies war, habe ich mich auf sie konzentriert, damit er meine Wut nicht bemerkt. Ich habe sie behalten, um mich daran zu erinnern, wo ich herkomme. Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht, zu überleben, mich von Arschlöchern rumschubsen zu lassen oder eins zu sein. Jetzt muss ich das nicht mehr. Ich kann von vorne anfangen, einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Und ihre Fähigkeit vergeuden. Ja. Sie wollen wirklich noch mal von vorne anfangen? Nach allem, was Sie durchgemacht haben? Ich weiß es nicht. Der Punkt ist, ich habe die Wahl. Wenn ich will, kann ich mein Leben ändern. Anfangs hat es mich nicht gejuckt, dass die Lampe fort war. Alles lief total beschissen und es war einfach unwichtig. Aber wir haben Fortschritte gemacht, Ryder. Auch kleine Dinge haben wieder eine Bedeutung. Die Leute wagen es wieder zu träumen. Hä? Wo? Es ist schön, sie so zu erleben. Ich weiß. Ich genieße es auch mal loslassen zu können und etwas nur für mich selbst zu tun. Hoffen wir, dass das nur der Anfang ist, ha? Naja, ich glaube auch, dass es da nicht viel weitergehen wird. Es ist ja plötzlich so eine komische Luft hier. So. Sieht so aus wie kalt, irgendwie so Dampf. Ach ja, das war da hinten. Oh, ach, nee, das ist hier der Antriebskern. Ja, ja, ich sehe schon. Da muss ich ja vermutlich schon auch gekühlt werden. Mhm. Was willst du denn wissen, ob sie noch was zu sagen hat? Vielleicht zum Archon. Ich habe das Gefühl, die Dinge entwickeln sich langsam tatsächlich zum Positiven. Dass die Salarianer wieder bei uns sind, ist einfach großartig. Ich wünschte nur, wir hätten dafür nicht so viele opfern müssen. Ja. Ja. So. Okay, das war's dann. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Okay. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Gut, dann machen wir jetzt Schluss in der nächsten Folge. Wir sehen uns auch später wieder. Genau, wenn wir dann mit dem Rest der Crew reden oder mit dem Team. Der Rest des genau. Teams. Okay, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.